Hallo, hier ist Hund unterwegs. Mein Name ist Angelika und das ist Brave. Brave ist ein sehr temperamentvoller Hund und braucht irgendeine Art der Beschäftigung, die mir und ihm Spaß macht. Ich habe für ihn das Schnüffelset gefunden und kann das wirklich nur empfehlen. Das Schnüffelset ist ideal für eine gemeinsame Beschäftigung, macht total viel Spaß und bietet viele Vorteile. Es ist erstens ortsunabhängig, ich kann es drin und draußen machen. Zweitens zeitunabhängig und das Wichtigste, es ist so veränderbar, dass ich quasi lebenslang damit trainieren kann. Das Set besteht aus kleinen Dosen mit einem Loch in der Mitte, durch den der Hund den Geruchsträger erschnüffeln kann, praktischen Halterung und einem Klicker. In die Dosen kann ich unterschiedliche Geruchsträger legen. Leckerchen, einen Teebeutel, ein Stück von einem alten T-Shirt, ja, was immer mir dazu noch einfällt. Das heißt, mir stehen unendlich viele Möglichkeiten offen. Natürlich muss ich, wenn ich mit meinem Hund etwas Neues lerne, langsam und Schritt für Schritt vorwärts gehen. Der erste Schritt ist, dem Hund zu lernen, was der Klick bedeutet. Nämlich, du hast alles richtig gemacht und der Klick ist deine Belohnung. Darum fangen wir damit an, dass wir klicken, Leckerchen. Ich habe den Klicker in der einen Hand und in der anderen Hand die Leckerchen. Es gibt ein Klick, Lecker, Klick, Lecker. So lange und so oft, bis mein Hund verstanden hat, dass der Klick eine Belohnung bedeutet und sich über den Klick freut. Mit dem Klicker kann ich dem Hund nun alles beibringen, aber wir wollen ihm das Schnüffelset nahelegen. Da der Hund am Ende mit der Nase länger an der Dose verweilen soll, in der der Geruchsträger ist, habe ich Brave das Wort Touch gelernt. Das bedeutet im zweiten Schritt, geht Brave mit seiner Nase an meine Hand, gibt es sofort einen Klick und danach ein Leckerchen. Hat er das verstanden, soll er mit der Nase Stück für Stück länger an meiner Hand verweilen, bis ich zum Beispiel 21, 22, 23 zählen kann. Im dritten Schritt soll der Hund nun lernen, meine Hand durch die Dose zu ersetzen. Von Anfang an ist in der Dose ein Geruchsträger. Ich habe mit einem wirklich guten Leckerchen begonnen, damit das Interesse an der Dose groß ist. Da ich die Dose in der Hand halte, mit der Brave Touch gelernt hat und in der Dose ein Leckerchen ist, ein richtig gut riechendes Leckerchen, würde er auf jeden Fall mit der Nase an die Dose gehen und dann klicke ich. Das mache ich so oft, bis der Hund verstanden hat, Nase an die Dose. Dann sage ich das schon vorher erlernte Wort Touch und möchte nun, dass der Hund mit der Nase länger an der Dose verweilt. Im vierten Schritt setze ich die Dose in die Halterung. Für den Anfang lege ich wieder meine Hand um die Dose, weil das der Hund schon kennt. Ich klicke aber nur, wenn er mit der Nase an der Dose ist. Jeder einzelne Schritt muss über mehrere Tage und Trainingseinheiten gemacht werden. Es geht nicht darum, dass der Hund möglichst schnell möglichst viel lernt, sondern es geht darum, dass wir mit Spaß, Motivation und Begeisterung unser Ziel erreichen. Wenn Schritt 4 sicher ohne meine Hand sitzt, dann kommt Schritt 5. Zwei Dosen. Zwei Dosen, aber nur in einer Dose ist der Geruchsträger drin. Das ist schwierig. Der Hund muss nun lernen, dass er nicht mehr nur an einer beliebigen Dose verweilen soll, sondern an der mit dem Geruch. Dieser Schritt hat mich wirklich endlos viel Geduld gekostet. Es hat ganz schön lange gedauert, bis Brave verstanden hatte, dass nur die gefüllte Dose belohnt wird. Als Brave das endlich verstanden hat und immer sofort die richtige Dose wählte, kam Schritt 6. Schritt 6 heißt mehrere Dosen. Ich habe mit 4 Dosen begonnen. Damit das Ganze bei so temperamentvollen Hunden wie Brave nicht durch die Gegend rutscht, sollte man das Set irgendwo anlegen. Am Anfang habe ich schnell bei der richtigen Dose geklickert und erst später erwartet, dass er bei der richtigen länger verweilt. Das Schöne am Schnüffelset ist, dass jetzt, wo der Hund das verstanden hat, mir total viele Möglichkeiten offenstehen. Ich kann 2 Sets benutzen, dann habe ich 10 Dosen oder gar mehr. Ich kann den Würfel benutzen. Ich kann diese einzelnen Halterungen mit Dose, die ich draußen im Wald oder in der Wiese verstecken kann, benutzen und ich kann ganz viele verschiedene Geruchsträger einlegen.
Mein Plan ist, dass Brave erkennen soll, dass in einer Dose Kamillentee ist und in dem anderen allen beispielsweise Pfefferminztee und er mir den Kamillentee anzeigen soll. Das heißt, wir werden noch sehr viel Spaß haben. Wie Sie gesehen haben, hat Brave jeden einzelnen Schritt mit viel Begeisterung erlernt und ist jetzt müde, obwohl eigentlich findet er nie ein Ende. Allerdings müssen Sie bedenken, das, was wir hier in 4 bis 5 Minuten gezeigt haben, ist das Resultat von wochenlangen intensiven Training mit viel Begeisterung und viel, viel Geduld. Manchmal habe ich wirklich lange warten müssen, bis Brave das Richtige gezeigt hat und bin darum bei jeder Trainingseinheit lieber einen Schritt zurückgegangen als 2 Schritte vorwärts. Und so haben wir in kleinen Schritten unser Ziel erreicht. Brave, ich und das Hund-Unterwegs-Team wünschen Ihnen genauso viel Spaß mit dem Schnüffelset, wie wir ihn hatten. Tschüss!